zweite Herbstvideo. Und zwar zeige ich euch zwei Rezepte für Herbstgetränke. Und zwar einmal für einen Pumpkin Spice Latte in einer veganen Variante und einmal eine vegane heiße Schokolade mit Chili. Und das war beides mega lecker. Und ich freue mich voll darauf, euch das jetzt zeigen zu können, wie das funktioniert. Macht das unbedingt nach, weil das beides echt gut schmeckt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Für die heiße Schokolade braucht ihr erstmal eine Milch. Ich habe jetzt Mandelmilch genommen. Dann Zartbitterschokolade und natürlich Chili. Und außerdem habe ich jetzt noch so Sojaschlagsahne da drauf gemacht, damit das einfach hübscher aussieht. Und Vanilleextrakt. Zuerst zerhackt ihr die Schokolade in kleine Stückchen. Ich habe jetzt etwa 80 Gramm Schokolade genommen, ihr könnt aber auch ein bisschen weniger nehmen. Zuerst habe ich dann die Mandelmilch erhitzt. Dabei müsst ihr natürlich gut umrühren, damit es nicht anbrennt. Und wenn das Ganze dann so heiß ist, dass es dampft, dann könnt ihr die Schokolade da reingeben, damit die da drin schmilzt. Das Ganze dann auch wieder gut umrühren. Und als nächstes gebt ihr dann noch Chili und wenn ihr wollt Vanilleextrakt dazu und rührt das Ganze wieder gut unter. Die Sojasahne habe ich dann einfach so geschlagen, wie halt normale Schlagsahne auch, und habe es dann nachher mit einem Löffel da so drauf gegeben. Das war zwar nicht ganz so fest wie Schlagsahne, aber es hat trotzdem echt gut funktioniert. Für den Pumpkin Spice Latte braucht ihr erstmal Kürbispüree, dann Mandelmilch, Kaffee, ich habe jetzt so Instant-Kaffee genommen, und dann Kokosblütenzucker oder irgendwas anderes zum Süßen. Ihr könnt auch Agavendicksaft oder sowas benutzen. Dann Spekulatius- oder Lebkuchengewürz, Vanilleextrakt und optional noch eine Vanilleschote. Ich habe übrigens das Kürbispüree selbst gemacht, indem ich Kürbis gekocht und dann püriert habe, aber man kann auch Fertiges kaufen. Und dann wieder die Sojasahne. Jetzt habe ich so eine halbe Tasse von diesem Instant-Kaffee aufgebrüht. Und da müsst ihr dann entscheiden, wie stark ihr das haben wollt und wie ihr das normalerweise macht, aber ja. Als nächstes habe ich die Vanilleschote dann ausgekratzt, damit ich dann nachher halt das Vanillemark da reingeben kann. Und sorry, das Licht ist die ganze Zeit mega scheiße, tut mir leid. Als nächstes erhitzt ihr dann die Mandelmilch und das sollte nicht kochen, sondern nur heiß sein. Und ich habe jetzt so viel Mandelmilch gemacht, wie halt in dieses Macchiato-Glas ungefähr reinpasst, ein bisschen weniger. Das müsst ihr dann halt so für euch abmessen. Da gebt ihr dann das Kürbispüree dazu, das sollten so 2 bis 3 Esslöffel sein. Und dann verrührt ihr das Ganze und dann bekommt ihr so eine orange Kürbismilch. Das verrührt ihr dann einfach gut. Als nächstes kommt dann das Vanillemark dazu und das rührt ihr dann auch wieder unter. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch Vanilleextrakt da reingeben. Und dann brauchen wir noch einen halben Teelöffel ungefähr von dem Lebkuchen- bzw. Spekulatius-Gewürz und das wird dann auch einfach langsam untergerührt, damit ihr keine Klumpen bekommt. Den aufgebrühten Kaffee gebt ihr dann einfach in so ein Latte Macchiato-Glas unten rein und dann rührt ihr die Kürbismilch dazu. Der Sojasahne habe ich jetzt nicht nochmal gezeigt, aber die habe ich dann noch darauf gegeben mit ein bisschen Agavendicksaft, ein bisschen Zimt und einer Zimtstange als Deko. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe mir auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben
Und ich verlinke euch jetzt hier nochmal mein letztes Herbstvideo und dann werde ich demnächst wahrscheinlich noch eins drehen. Ich weiß zwar noch nicht, was für eins. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss!